So, einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Eurotruck Simulator quasi. Was ist geschehen? Was ist passiert? Da. So. Eurotruck Simulator. Jetzt sehe ich gerade, habe hier noch gar nicht meinen Ordner offen mit den Aufnahmen. Ich sehe ja gar nicht, was passiert. Du kommst mal nach da. Und jetzt. So. Genau. Ich mach mal alle. So, ja, genau, stimmt. Neue Version. 1,49. Es haben sich tatsächlich noch ein paar Dinge getan, haben sich da ein paar. Nee. Wir sind gerade noch Folge Level 30. Aha. Bei AT sind wir schon 33. Ja, zum einen eine Rundumüberarbeitung. Zum einen, das soll schneller sein. Das Aktualisieren der Navigationsdaten soll es erheblich schneller gehen. No, I don't know. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir letztens waren. Ja, let's go. Genau, kommen noch ein paar Neuerungen herzu. Es gibt, glaube ich, neue DLCs, oder? Nee, Festbalkan kein DLC, das war ja schon mal. Ich muss ganz kurz gucken. Ja, ich bin ganz froh, dass meine Textur immer noch funktioniert. Was kann ich kann mir kommt noch irgendwas dazu? Genau, also das Ding hier kam zum einen dazu und dann glaube ich, ist doch das ich weiß gar nicht mehr, wann das Westbalkan-DLC dazu kam. Oder ob wir das schon hatten. Irgendwas kam doch hier noch mit dazu. Ich weiß es noch nicht mehr. Mittlerweile gibt es einfach so viele DLCs, ich habe keine Ahnung. Achso, ich habe es irgendwie schon bei ATS erwähnt. Ich habe jetzt auch nochmal jetzt hier bei ETS. Also, ne, wer glaubt irgendwas, dem muss ich sagen, nee, Junge, glaube ich nicht. Ich spiele ja mit einer gecrackten Version ETS. Ha, ist ja hier eine Windows-Version, die ich spiele. Einfach damit ich hier das besser trennen kann zwischen meiner Aufnahme und dem, was ich so privat spiele, ne, damit ich da getrennte Isolationszonen habe. Aber, ne, damit ihr jetzt nicht denkt, aha, der Junge spielt nur mit gecrackten Version. Na, bei meiner offiziell gekauften Version über Steam, na, bla bla bla, dies das Ananas. Ja, auch hier besitze ich natürlich alle DLCs. Ja. Überall blauer Punkt. Wobei die DLCs, die man nicht hat, werden, glaube ich, immer unten angezeigt. Und man sieht, hier unten ist nichts. Also ist alles installiert, alles gekauft von mir. Ja. Also ich spiele zwar mit einer gecrackten Version, aber ich habe auch alles gekauft. Ja. Also alles im legalen Rahmen. Nicht, dass sich da jemand irgendwie da denkt, oh, der Junge spart und gibt den Entwicklern nicht zurück. Nee, ich gebe den Entwicklern jeden Cent, den ich habe. Einfach, weil es das Spiel wert ist. Wie, nur wie gesagt, Aufnahmen und Pri also ich spiele lieber mit der Windows-Version, weil das über Wine für mich besser ist mit dem Handling. Ich habe zum Beispiel auch eine Version, kann ich aber ein bisschen rumzeigen hier. Euro, so falsch. Euro
Quack. So, ich habe eine Version. Ist das überhaupt? Genau, mit der ich aufnehme. Ich habe eine Version, die ich extra so konfiguriert habe, dass ich mit meinem Controller damit spielen kann. Ja? Dann habe ich eine Version, lass mal gucken. Genau. Dann habe ich noch extra eine Vanilla-Version gespielt, wo ich relativ wenig DLCs drin habe. Einfach mal um so, keine Spielerei halt. Dann habe ich, genau, die Version mit gar keinem Präfix. Das ist die Version, die ich ganz normal zum privaten Spielen benutze, also meine Hauptversion quasi. Dann habe ich die Version, wo ich haufenweise Mods ausprobiere, weil ich bin normalerweise kein Freund von Mods. So, ich möchte meine Spiele, die ich habe, immer möglichst clean halten. Aber ich habe halt einfach mal eine Version gemacht, wo ich einfach nur mal ein bisschen mit Mods austobe. Da ist auch Pro-Mods drinne und diverse LKWs, alles Mögliche halt. Und ne, so kann ich halt viele Sachen einfach komplett getrennt isoliert lassen voneinander. Komplett eigene Container sozusagen. Und ja, deswegen habe ich halt, mache ich das halt lieber über Wine, weil es da halt schon einfach geht. Das Ganze über Steam mit mehreren Steam-Umgebungen zu arbeiten, geht zwar, ist aber super umständlich. Da muss ich mit irgendwelchen Skripts arbeiten, die jedes Mal, wenn ich eine Umgebung starte, erstmal bestimmte Links setzt, also symbolische Verknüpfungen und so weiter und so fort. Hab ich gar keinen Bock drauf. Bei Wine weiß ich, dass es funktioniert und dass es super simpel funktioniert, weil du brauchst bloß ein Home-Verzeichnis umbiegen, fertig bist du. Und deswegen mache ich das Ganze lieber über Wine und nicht über Steam. Genau. Also wie gesagt, neue Version ist draußen, 1.49. Hab auch wieder alle DLCs. Wie gesagt, zwei sind dazugekommen. Also ich muss hier noch wieder auf... So. Und... Ja. Auftrag hat man wahrscheinlich keinen. Und was neu dazugekommen ist, inhaltlich vom Spiel, außer den DLCs, ist halt, dass zum Beispiel die Skybox überarbeitet wurde, auf jeden Fall. Die hat jetzt HDR... Was auch immer. Das Spiel an sich hatte sowieso schon eigentlich, soweit ich weiß, mal HDR gehabt. Aber bei ATS ist mir aufgefallen, vor allen Dingen, dass die Nächte jetzt irgendwie besser aussehen, gefühlt. Vielleicht so einfach nur für eine Empfindung von mir, I don't know. Ja, dass die Nächte heller sind und auch insgesamt die Wettereffekte besser zur Geltung kommt, gerade was so Nebel angeht. Nebel wirkt jetzt wirklich wie eine richtige Wand vor allem. Also da habe ich ja, da haben wir die letzten Folgen bei ATS. Wow, da war ich ja sowas von weg vom Hocker. Genau, Texturen funktionieren immer noch alle. Da bin ich bei jeder Version freue ich mich drauf zu sehen, dass meine Texturen funktionieren. Weil, ja, ich sag mal so, sobald irgendwann mal eine Version rauskommt, die so viel ändert, dass die Texturen hier vom LKW nicht mehr funktionieren dürften, weiß ich nicht, was ich im Let's Play mache. Da will ich wahrscheinlich ab dann keine Updates mehr mitmachen. Ja, das ist übrigens der nächste Vorteil. Dadurch, dass ich mit Wine arbeite und ich die gecrackte Version habe, die komplett standalone läuft, bin ich dort auch nicht auf Updates angewiesen. Das heißt, die Version kann ich updaten, wann ich möchte. Ich kann auch mehrere Versionen parallel benutzen, wenn ich einfach zwei Umgebungen, so wie ich halt eine Umgebung für Gameplay habe, kann ich auch eine Umgebung für eine alte Version nutzen, habe ich tatsächlich sogar auch, für eine ganz alte Version von ETS. Und ja, wie gesagt, ich brauche auch nicht updaten. Und vor allen Dingen, wenn in einer fernen Zeit, in einem Land, wo es kein ETS mehr gibt, SES-Software wurde von einer Rakete... Man weiß ja nie, worauf Russland so Bock hat. Ja, wenn es vielleicht irgendwann SES-Software nicht mehr gibt. So in, also ich rede jetzt nicht von 5 Jahren oder so, sondern wirklich von 30 Jahren oder so. Wenn ich irgendwann ein alter, gebrechlicher Mann bin. Also doch in 5 Jahren. Und es dann SES-Software nicht mehr gehen sollte, kann ich immer noch die Spiele spielen. Weil die Spiele funktionieren komplett standalone, ohne Steam, ohne alles, ohne Dings. Ha? Das ist geil. Ja, und was noch geändert hat, ist wohl wahrscheinlich eine der größten Änderungen überhaupt. Es gibt einen Gebraucht-LKW-Händler.
Es ist tatsächlich immer noch alles in Englisch. Mal schauen, bei der Version 1.50 gibt es dann vielleicht das Ding in Deutsch, I don't know. Wo man tatsächlich gebrauchte LKWs kaufen kann. Und die haben auch in dem Zuge das gesamte Schadensmodell überarbeitet. Also das, wie man Schaden bekommt. So ganz wirklich da noch nicht durch. Also was das Schadensmodell angeht. Aber ja, wie gesagt, man kann jetzt hier gebrauchte LKWs kaufen. Wie man sieht, keine LKWs jetzt. Die verschiedene Verschleißerscheinungen haben. Da hat man denn hier zum Beispiel, ich weiß schon wieder gar nicht mehr, warum das war. Ich glaube, je niedriger die Zahl ist, desto besser, ne? Genau. Also hier ist schon 30% Schaden. Oder Teil, hier bei der Kabine sogar 38% Schaden. Ja. Und dementsprechend sind Dinge halt sehr preiswert. Man sieht auch schon hier fast 1 Mille Kilometer gefahren. Hier um. 1 Mille. Alter Schwede. Und die kann man sich dann quasi reparieren oder auch nicht, wenn man damit so erstmal fahren kann. Ist ja ganz geil. Oh, der LKW ist relativ gut im Schuss. Alter. Das Heftigste ist unten das, ich weiß nicht, was die Tankräder darstellen sollen, die 15% da. Und das Ding kostet gerade mal, achso, seht ihr gerade gar nicht, 23.000. Das ist nicht schlecht. Und das, obwohl, na gut, wie gesagt, 23.000, also wahrscheinlich deswegen, weil er schon 1 Mille gefahren ist, aber dafür echt gut im Schuss. Also. Ja, und dann geht's halt hier hoch, ne, ich weiß gar nicht, ob die Liste hier nach Preis, also genau, ist nach Preis sortiert. Das heißt, hier hinten ist dann der teuerste, für 200.000, so rum. Der hat auch schon ein bisschen weniger auf dem Tacho. Und ist auch halt auch am besten im Schuss. Ne? Das heißt, dauerhafter Verschleiß ist 0%. Der normale reparierbare sind 20%. Und das ist halt auch so der Ding jetzt mittlerweile. Jetzt gibt es halt, wenn man ein LKW hat bei Zustand, gibt es halt jetzt nicht mehr nur Schaden, sondern Verschleiß und Schaden. Und da ist es wohl so, dass Schaden ist das, was man hat, wenn man wirklich irgendwo gegenfährt. Also, ja, wo halt ein bisschen Ausbeulen, sag ich mal, hilft. Na, kann man denn hier sagen, reparieren. Da geht quasi das weg, was man bei Schaden drin hat. Und wenn die Sachen wirklich kaputt sind, sodass sie unreparabel sind, also zum Beispiel bei Reifen, wenn das Profil runtergefahren ist, oder wenn hier halt beim Getriebe die Lager runter sind und sowas alles, da muss man halt das ganze Ding tauschen und das ist halt dieser dauerhafte Verschleiß. Und wenn der zu hoch ist, dann kannst du nicht reparieren, sondern musst du wirklich direkt komplett tauschen. Oder was man sieht, was auch wesentlich teurer ist. Und dann kann man tatsächlich auch noch sagen, okay, ich möchte aber nicht nur alles tauschen, sondern also nicht nur die grundlegenden Teile tauschen, sondern ich möchte einmal die gesamten LKW zerlegen und neu zusammensetzen. Und das ist dann das hier, diese vollständige Wiederherstellung anfragen. Und das Ding kostet auch ein paar hunderttausend. Ich glaube so zwischen 200.000 und 300.000 Euro kostet sowas, so bei den Sachen, die ich bisher gemacht habe. Also kostet schon ein bisschen mehr, in der Regel auch mehr als ein neuer LKW. Ja, weil halt ein LKW neu erstmal zu zerlegen und dann neu zusammensetzen, ist halt aufwendiger als ein LKW einfach komplett neu von Stange bauen lassen. Weil da ist halt Teil der Pipeline. So. Ja. Also wie gesagt, das hier ist komplett neu überarbeitet. Das ist auch genau das Ding, was du hast, wenn du zur Werkstatt fährst. Da sieht das genauso aus. Und wie man sieht, manche Sachen sind ja aber immer noch ein bisschen Englisch. Wobei das jetzt hier sieht jetzt erschreckend deutsch alles aus. Okay, das ist wirklich nur das mit dem Gebraucht-LKW, ist noch Englisch, weitestgehend. Ja, wobei auch hier ist so erstmal alles Deutsch. Naja. Ja, was ich sonst so gerne hatte zwischen den Versionen, I don't know. Ich habe mir jetzt nicht alles durchgelesen. So, gut. Ich würde mal sagen, wir wollten... Gute Frage.
Wir haben 40.000. Wie haben wir eigentlich irgendwelche? Ach du Scheiße, wir haben Kredite bei der Bank. Das ist nicht so geil. Das heißt, bei ETS2 sind wir noch gar nicht eigenständig. Wir haben noch Fremdkapital. Das ist ja erschreckend. Gut, dann würde ich mal sagen, fahren wir erstmal ein paar Missionen, damit wir endlich mal das hier weg haben. Warum arbeiten wir noch mit Fremdkapital? Das ist doch traurig. Goddammit, wir sind bei ETS schlechter als bei ATS. Wow. Bei ATS sind wir erstens schon Level 33. Haben zweitens kein Fremdkapital mehr. Gut, jetzt weiß ich gar nicht, wie viele LKWs wir bei ATS haben, ob wir da mehr haben oder nicht. I don't know. Aber auf jeden Fall sind wir dort. Ja, firmtechnisch besser aufgestellt. Also, weil ich wundere, was hier ist, sind zwei Kerzen. Ja, also. Mein Zimmer burnt. So. Wir gucken erstmal, wie geht's uns eigentlich. Schlafen müssen wir nicht, getankt haben wir. Unserem LKW geht's auch wunderbar. Boah. Laptop ist aus, das ist schon mal nicht gut. Geht eigentlich das Ding hinten. Ne, okay. Hab gerade Licht durchgeschalten. Aber das Ding geht so scheinbar nur an, wenn es dunkel wird. Genauso wie das Ding da. Da hinten startet schon wieder ein Flugzeug. So gerade eben erst gestartet. Digga, wir starten die Flugzeuge. So. Wir gucken mal. Nein. Auftrag. So. Frachtmarkt. Medizinischer Stumpf, Stumpf, Impfstoff. 300.000. Holy shit. Das ist mal eine Strecke. Gut, können wir aber nicht machen. 4 Stunden sind wir nie im Leben da. Wir gucken mal, was hier direkt bei uns so ist. Auch Impfstoff. Immerhin 460.000. Auch noch da oben. Genau, das hier ist das DLC mit dem Westbalkan. Das ist das, was jetzt dazugekommen ist. Ich weiß aber nicht mehr, ob wir das in den letzten Folgen auch schon hatten. Ich weiß gerade nicht mehr, wie neu das jetzt hier genau ist. Aber ich glaube, wir im Let's Play hatten bisher auch nur hier hinten die Städte. Ne? Hier vorne die Sachen hatten wir auch noch nicht gehabt. Ist also auch noch für uns neu. Können wir mal gucken, ob wir da. Weil eben hier ist auch noch alles grau, ne? Hier ist noch nichts befahren, irgendwie. Whatsoever. Wir können uns mal gucken, ob wir hier ein paar Strecken dahin haben. Sieht schon alles ganz schön beschissen aus. Aha. Oh. Das sieht ja gut aus. Wobei ich würde fast sagen, wir nehmen lieber das hier und fahren von hier unten nach oben. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Ja, das machen wir. Als Navi-Ziel einstellen. Let's Fahrt go! vorsichtig. Stop talking to me, bitch. So. Straße frei. Ja, Arschrecken frei. Let's Biegen go. nach links ab. So. Demnächst rechts abbiegen. Als allererstes mal Musik machen hier. Was ist das da eigentlich? Biege nach rechts ab. Ach, können wir mal auf der Rücktour nachgucken. Biege nach rechts ab. Es ist vorbei. So, und annehmen. Let's go. Wo müssen wir hin? Auch wieder dahinter. Ah. Ach, das Ding hier, wo es hinten, wo verwickelt ist, ne? Ah, gar keinen Bock. Ja. Let's go, das Ding. Er hätte aber lieber von der anderen Seite gekommen, ne? Wenn der Hänger hier. Ja, ich glaube, wir kommen von der anderen Seite. Das macht hier wahrscheinlich keinen Sinn. Ich werde hier nicht glücklich.
dann wenden wir mal hier. Ich hätte einfach rückwärts reinfahren können. Na egal. So. Versuchen wir mal unser Glück. So. So ist es super leicht. Wenn wir von da versucht hätten, die Reihen zu rangieren, wäre garantiert in der Katastrophe geendet. Von daher. Was? Ich habe eine Nachricht. Was ist denn für eine. Achso, ja. Die ist, genau, das ist auch wieder Englisch. Genau. Dear Sir, Madam. Achso, im Deutschen. Sehr geehrte Damen, Herr, wir erfreuen uns, Ihnen benachrichtigen zu können, dass unser Gebrauchtwarenhändler aufgemacht hat. Deine neue Adresse für hochqualitative Gebraucht-LKWs, egal ob du nach einem starken oder nach einer zuverlässigen Maschine suchst, wir haben den perfekten LKW für dich. Bitte durchschaue bei unseren Gebraucht-LKW-Angeboten nach. Wir vertrauen darauf, dass du den perfekten LKW bei uns finden wirst, der zu dir passt. Mit hochachtungsvoll dein Gebrauchtwaren-LKW-Händler-Team. PS, vergiss nicht, bei uns öfters mal nachzuschauen für neue Angebote. Unser Inventar ändert sich ständig. Was? So dass du nie weißt, was dich erwarten kann. Also im positiven Sinne. Ja, es ist immer wieder was Neues, sozusagen. So. Also schon mal was Interessantes. Ach, dieses Lied, Alter, ist so geil. Ich bin gespannt, was hier links ist. Ach, Busbahnhof, lol. Candlelight has gone out.
So. Dann soll es aber auch der Folge gewesen sein. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge denn dann wieder. Bis dann.